Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Nita mit Maikondo. Und mit Mulenia. Ja, diesmal sind wir am Tor. Wie gesagt. Wir hatten ja gesagt, wir gehen zurück zum Tor. Und jetzt schauen wir einfach nochmal in die andere Richtung. Aber wir gucken, dass wir überirdisch bleiben, dass wir nicht mehr uns in den Untergrund buddeln. Ja. Es gab da so einige Kommentare. Den Leuten wird schlecht im Nita. Den Leuten wird schlecht, ja, im Nita? Beim Zugucken im Nita wird es denen schlecht. Ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen, zumindest ein Stück weit, wenn ich im Default-Pack unterwegs bin und Sachen schnell abbaue, geht mir das durchaus aus. Dann kriege ich Kopfschmerzen vor und mir wird schlecht. Also ich kann das wirklich super gut nachvollziehen. Tatsächlich? Also ja. Das kann ich so überhaupt nicht verstehen. Das ist sowas, das stört mich so gar nicht. Das kann ich auch nicht so wirklich. Aber ich denke, dass es jetzt, weil wir überirdisch bleiben, für euch ein bisschen besser wird, ein bisschen angenehmer, ja, wenn es nicht so dunkel ist und eben nicht nur dieses Rot ist, sondern eben auch ruhigere Sachen noch für eure Augen da sind. Dann ist das Ganze ein bisschen angenehmer. Ja, denn wir brauchen ja nun mal das Zeug. Ja, es hilft ja nicht. Farmen müssen wir ja, es geht ja leider nicht anders. Weil wir könnten es auch kaufen. Klar, wir könnten alles kaufen, aber, das müssen wir ja trotzdem farmen, um die Pecunias zu haben zum Kaufen. Eben. So, da oben ist noch ganz viel Quarz. Also ich glaube, hier haben wir auch erstmal ein Stückchen zum Laufen, ne? Sieht zumindest so ganz danach aus, ja. Gucken hier. Oh, das ist ganz runtergefallen. Dass es nicht so dunkel wäre, ne? Das ist wieder runtergefallen. Ich komme hier irgendwie so nicht hoch. So, jetzt bin ich aber oben. Super. Ich freue mich, ich brauche die Glückhacke, aber irgendwie, hä? Wo ist denn das Quarz hin? Muss ich noch höher? Hinten. Also ich baue hier gerade welches ab. Achso, okay. Doch, hier ist auch welches hier oben. Ja, das ist aber auch nur eine Etage. Ja, das fällt, kannst du das einsammeln? Ja, ich bin ja gerade hier unten. Fällt alles zu dir runter. Also ich hätte schon richtig Lust auf eine Festung. Mhm, das wäre schon nicht schlecht. Das wäre schon... Dort ist ja noch Quarz. Cool. Ja. Also ich sehe bis jetzt mal keine. Tja. Hätte ja sein können. Wo bist denn du hin? Ich bin noch immer an der Stelle, wo das mit dem Quarz gewesen ist. Ach so, immer noch. Ich komme jetzt aber nach oben ein bisschen okay. Weiter. Mal gucken, ob ich dich wiederfinde. Ach, hier ist noch Quarz. Also ich bin jetzt genau über der Stelle. Ja, ich komme gleich nach oben. Oh, 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 Lava. Verdammt, ich bin tot, ich bin tot. Ach ja, ich kann ja gar kein Wasser machen. Nee, Wasser bringt ja hier im Nether nichts. Ahaha, ich werde sterben. Ich werd sterben. Und tschüss. Verdammt. Tja, das ist dumm. Aber jetzt können wir gleich mal checken, habe ich im Nether Keep Inventory an? Ja, ne? Also ist, glaube ich, im Vanilla ist das ja egal. Zählt das Nether ja gleich mit zu, wenn man Game Rules einstellt. Mhm. Ja. So, dann komme ich mal wieder Richtung Tor. Tor ist da. Ach, ich finde dich schon. Ja, ja, ich bleib hier. Ich bewege mich einfach nicht. Ich stelle mich hier hin und bewege mich nicht. Ich bin 72,7 Meter von dir entfernt. In Richtung, Ah, das geht schon. Ich habe ja den Todespunkt. Nordwest. Ich habe ja den Todespunkt da hinten. Da weiß genau, ich jetzt ja. Einfach geradeaus. Ich sehe dich ja auch da stehen. Da. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Gut. Das ist schön. Jetzt musst du nur noch hochkommen. Jo. Ja, das wird schon irgendwie gehen. Irgendwie komme ich hier schon hoch. So. Ach, da hast du es geschafft. Ja. Willkommen zurück. Ja, danke. Bitte. So, dann würde ich sagen, Löcher. Gehen wir hier rechts rum. Und so hier runter. Was hältst du davon? Ja. Also hier müssten wir, wenn wir knapp runterspringen, mit ein bisschen Aua nur runterkommen. Warte, ich komm. Das geht. Und hier ist Quarz. Sehr schön.
Oh, und Löcher gleich im Boden, also wieder Vorsicht hier. Mhm. Das ist auch wieder nicht so massiv hier. Okay. Verdammt, da kannst du nur eine Schicht weggraben vom Quarz und der Rest würde nur unten durchfallen. Mhm. Das ist ein bisschen doof. Ja, ist eine blöde Ecke hier. Ja, dann wir laufen einfach noch ein Stückchen weiter. Guck mal, hier ist Glowstone. Da ja. Können wir noch ein paar von mitnehmen. Ja, Glowstone kann ich ja nun nicht abbauen. Also könnte ich schon, aber dann hat man alles die Einzelteile. Ja. Aber da unten ist noch ein bisschen Quarz. Ah, jetzt ist der Glowstone angegangen. Ah, jetzt habe ich einen Schalter gefunden. Zeit, ganze Zeit aus bei dir. Ja, ja. Ist einiges aus. Naja. So, das haben wir jetzt gleich hier. Ne? Da komme ich doch noch ran. Da unten ist auch noch ein bisschen Quarz. Also ich bin schon auf dem Weg weiter runter, ne? In welche Richtung? Westen. Okay, ja, ich komme. Hier ist aber auch noch ein bisschen Quarz, was ich gerne noch, wenn es geht, mitnehmen würde. Ja, es geht. Zumindest die obere Schicht. Oh, die untere auch. So. Richtung Westen. Bist du oben geblieben oder bist du runter? Ne, ich bin runter. Bist runter. Hier ist aber noch mal Glowstone. Mhm. Da würde ich noch ein bisschen was mitnehmen. Hier hinten ist aber auch noch Glowstone. Ja. Ja, es ist recht viel jetzt hier gerade. Ja. Ich nehme jetzt hier auch nicht alles mit. Ich buddel mich da jetzt nicht hoch oder so. Okay. Au, runtergefallen. Du bist ganz nach unten gegangen? Ja, ja. Echt? Echt? Ja, alles weiter westlich, aber dann so ein bisschen rechts halten. Also Richtung, ja, Nordwest kann man sagen. Ja, aber du bist schon, hier ist alles ganz tief. Du bist also, da ist auch noch Quarz und so, ich kann mir nicht vorstellen. Warte, ich komme gleich mal wieder zurück. Da bist du bestimmt falsch gelaufen. Vielleicht. Vielleicht. Warte, so, ich komme nochmal wieder zurück. Ich sehe dich mal so gar nicht. Mhm. Nee, ich sehe dich immer noch nicht. Nein, ich muss jetzt ja erstmal wieder nach oben, ne? Ach, du warst unten? Da bist du doch. Siehst du hier? Ach, da. Siehst du, ich habe gedacht, du wärst hier runter, in die Richtung. Nee, nee. Ich sagte ja, so ein bisschen nordwestlich, also mehr so nach rechts rüber. Ja, okay. Weil da unten war nämlich noch alles voller Quarz. Ja, ja, das hatte ich auch gesehen, aber ich habe mich halt für diesen Weg entschieden. Okay. Gut. Doch, den Glowstone lasse ich jetzt mal hängen. Da ist ja voll viel Quarz hier. Ja. Guck mal da, alles voll. Stimmt. So, gut so. Ja, brauchen wir. Ja. Ich habe schon Level 38 jetzt. Ja? Ja, also Level 38 ist wirklich viel. Das ist nicht schlecht, oder? Das will ich meinen. Ich habe immer noch keine Festung gesehen. Nö, ich auch nicht. Aber hier ist ja auch schlecht was zu sehen. Ja. Ist ja nicht gerade sehr weitläufig hier. So, das haben wir auch. Und dann mal
hier ist auch noch Quarz. Und du baust auch ordentlich ab. Ich höre das bei dir nur so klingeln, ey. Ja. So. Da ist noch ein bisschen was. Ich würde also hier Richtung Westen weitergehen wollen. Weil da kann man nochmal wieder nach oben. Und ich glaube, wieder nach oben wäre gar keine schlechte Idee, oder? Ja, können wir machen. Weil da hinten könnte man auch durch. Ich guck da mal eben. Da kann man auch durchgucken. Ich will ja eigentlich nur gucken, was so die richtige Richtung wäre. Ja, das ist natürlich schlecht zu sehen. Ne? Also ja, hier unten sieht man gar nichts. Das kann ja auch hinter jedem Berg, das, ja. Da ist eine Festung. Was? Du hast jetzt eine gefunden? Ja, hier. Ich finde das unfair und gemein. Ich rede nicht mehr mit dir. Bist du direkt dran vorbeigelaufen im Prinzip. Haben bestimmt alle gesehen, nur ich nicht. Das ist immer wieder das Gleiche. Wo denn? Da. Wenn du hier so durchguckst, durch die... Tatsächlich. Ja, wie cool. Lass uns da hingehen. Eine Festung. Jupp. Oh, da, wie kommen wir denn da hin? Oh, da bauen wir uns rüber. Ah, Gas gibt's hier ja keine. Ach nee. Haben wir ja keine. Also bauen wir uns rüber ist dann tatsächlich realistisch. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Ja, die Spawner, ne? Wenn die an sind. Also, so, ja. Aber wir hatten ja den Kommentar auch mit dem Sneaken bekommen. Genau. Über die Dings, das ist mal ausprobiert, das funktioniert wunderbar. Ah, ich krieg keinen Schaden. Au, ja. Au, au, kein Schaden mehr. Au, 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 kein Schaden mehr. Und bei guter Rüstung kriegt auch nur die Rüstung Schaden und man selber nicht. Ja, ja. Deswegen, wenn du da mit dir Rüstung rüberläufst, kriegst du gar nichts. Kriegst du mit Eisenrüstung was ab? Weiß ich nicht, warte. Nee, auch nicht. Doch. Doch. Ja, ja. Aber man auch nur alle zwei, drei Ticks, ne? Ja, ja. Man muss schon oft. Ich muss mal eben gucken, ich krieg gar nichts. Nö, überhaupt nichts. Also mit Dia kriegst du gar nichts, aber macht sich halt die Rüstung kaputt, ne? Ja. So, wie kommen wir darüber? Ich würde sagen, wir bauen uns da einfach hoch. Ja. Das denke ich auch. Das heißt, von hier fangen wir an. Also ich fange hier an. Du musst halt deinen eigenen Weg da hochfinden, denke ich. Na, erstmal kann ich dir hinterherlaufen. Ja, Steine haben wir ja genug, ne? Ja, ja, klar. Bitte nicht in die Lava fallen, bitte nicht in die Lava fallen. So. Können wir uns nicht hier rein? Doch, bestimmt auch. Nö, da gibt's nichts. Du kannst ja nach oben buddeln. Ja, aber wir können doch so machen, das ist doch viel einfacher. Auch okay. Und jetzt müsste oben eine Lohe warten und mich runterschießen. Ich komme nicht weiter und ich habe kein Licht. So, jetzt solltest du weiterkommen. Ja. Ich bin oben. Ja, ich auch. Ach, willkommen. So. Hier wird auch mal gucken. Aha, hier ist nix. Ja, sowas. Ja, dann müssen wir uns halt einen Weg durchbuddeln, genau. Okay, okay. Ich muss mal gucken, ob wir nicht doch noch meine Mod finden. Sowas ähnliches wie, wie hieß die noch, Dynamic Lights? Ja. Dass wenn man die Sachen in die Hand nimmt, dass die dann leuchten. Weil das gerade für mich ganz gut wäre, weil ich habe ja so einen mega dunklen Monitor. Es ist zwar hinterher im Video gar nicht so dunkel, wenn man das auf hellen Monitoren guckt. Ja. Aber bei mir ist das ja so extrem dunkel. Und das wäre schon echt schön, ein bisschen was Helleres zu haben. Klar. Kann man ja gucken. So, also ich bin jetzt hier hinten lang. Ah, du bist anscheinend auf der anderen Seite weiter. Ja, ich folge dir. Ich habe... Oh, da sind Lohn. Ich hatte mal gesehen, es gab so Helmlampen. Ja. Eine Mod mit Helmlampen. Das wäre doch auch was. Wo bist denn du? Mal oben da. Bei der... das geht nicht. Achso, ja, das geht ja gar nicht. Ich brenne. Ja.
Was, mit Glowstone geht das? Mit Glowstone geht das, ja. Jetzt muss man schnell was essen, so. Komm hier rüber, du blödes Ding. Jetzt haben wir natürlich kein Bogen oder so dabei. Wo bist du denn da? Das ist natürlich wieder schlau gewesen. Ja. Hallo, du Lohe. Nicht getroffen. Oh, hier ist noch eine. Also von wegen, die spawnen nicht. Die war aber schnell kaputt. Ja, vielleicht war die auch schon da. Das und ist möglich. Hat sich versteckt. Ja. Hier ist Lava. Willst du die jetzt unbedingt kaputt machen oder wollen wir ein bisschen weiter gucken? Au! Nee, wir können auch weiter gucken. Au! Oh, nee, die spawnen hier trotzdem. Ja, ja. Das war ganz eindeutig. Ordentlich. Ah, Hilfe. Mama mia. Ich bin da mal weg. Das reicht da nicht an Glowstone. Das war auch, glaube ich, man braucht ein paar mehr. Es war tatsächlich viel, was man da brauchte. Kämpfst du jetzt doch gegen die? Ja, eine habe ich weg. Aber die kommen doch sowieso alle wieder. Jetzt vielleicht nicht mehr? Ich verballere unser ganzen Dings hier. Oh, der Konto brennt. Na, ja, ist es, wieder gut? Ja. Lass uns mal weitergehen. Das ja, ist, lass uns mal hier weiter, bitte. Ja, es ist ziemlich doof. Ich finde, das ist immer irgendwie lahm. Ja? Mhm. Ja, weil das ist ja, da musst du immer warten, bis sie dann vielleicht mal rüberkommen und so. Ja, das ist, das finde ich immer blöde. Und auch wenn du Pfeil und Bogen dabei hast, ist das noch lange kein Garant dafür, dass du die auch tot kriegst. Ja, hier kommen wir nicht weiter, hier ist nichts. Hier ist auch keine Treppe nach oben oder unten, ne? Wie sonst eigentlich immer. Okay. Da sind wieder die Lohnen, dann gehen wir auf der anderen Seite rein. Gucken, ja, hier geht's zwar nach oben. Ja, gucken wir mal. Aber da war ich auch, glaube ich, schon. Ich glaube, hier ging es nicht weiter. Nicht? Nee. Oder? Ja, doch. Ein bisschen noch. Ah, doch, hier geht's doch nochmal nach oben. Jetzt kann man halt hier oben rumlaufen. Ja. Okay. Mal gucken, ob man woanders rein kann, aber das ist alles hier sehr offen. Ja. Das ist alles Ende und so. Ja, ja, das ist alles nichts Richtiges. Nee. So eine bisschen verkrüppelte Festung. Ja, die ist halt schon sehr kaputt, ne? Mhm. Sehr alt und so. Ja, genau. Baufällig. Sehr cool, dein Glowstone-Block da hinten. Ach, kann man den sehen von oben? Cool. Ich glaube, hier hinten ist auch nichts. Ne, das scheint alles gewesen zu sein. Ja. Schade, schade, schade. Das wäre echt toll gewesen. Mhm. Ich habe zwei Lohnrouten. Ich weiß zwar nicht, was wir damit anfangen können, denn Braustand haben wir ja nun schon. Aber dann könnte man vielleicht noch mal ein paar mehr Kaffeemaschinen bauen. Ich habe auch eine Route. Oh, dann können wir gleich zwei Kaffeemaschinen. Drei. Das ist doch super. Ja, Das war's dann wohl. Guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ja, würde ich sagen. Und würde ich auch sagen, im nächsten Part starten wir dann gerade wieder im Resort, oder? Alles klar. Okay, dann bis zum nächsten Mal im Resort. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.